ist noch früh, 5.53 Uhr, wie man mich kennt. 5 Minuten zu spät dran natürlich mal wieder. Heute geht's nach Grimma. 6 Stunden Rennaction. Vorher natürlich noch Training, Qualifying. Labern wir nicht so weit um den heißen Brei herum. Holen wir einfach mal den Spencer ab. Also heute machen wir Kochvideo. Spencer hat eigene Burger gebacken. Gebacken. Sagt man das nicht so? Nee. Hier haben wir Rentner Jens. Ganz klassisch, wir sind hier gerade in den 90ern zurückgereist, wo man noch klassisch auf dem Rasthof sein Essen isst. Ja, und das bin ich, müde wie immer. Oh, warte mal, man sieht dich gar nicht. Jetzt aber. In einem Fritz Meinecke Gedächtnisanzug. Schmeckt gut, sagt er. Ich habe noch immer nicht gegessen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich Dünnschiss davon bekomme. Spencer meinte selbstgemachte Soße. Und was sagt dein Hintern? Ich finde den super. Die Soße klingt auch sehr falsch. Oh, Jens, das müssen wir rausschneiden wieder. Ja, moin Leute und herzlich willkommen aus dem Carcenter Grimma. Ihr habt es euch gewünscht, das Video. Jetzt ist es endlich da. Das ist nämlich jetzt das Midnight Race aus dem Carcenter Grimma. Ja, und Midnight Race heißt es, weil es Mitternacht war. Für alle, die, so wie ich, kein Englisch können. Also heißt, wir sind 21 Uhr losgefahren an einem Samstag und sind dann morgens auf den Sonntag um 3 wieder ins Ziel gekommen. Ja, nicht ganz um 3, weil es war eine Zeitumstellung die Nacht und das wird auf jeden Fall noch Thema. Ja, ganz witzige Geschichte. Müsst ihr bis zum Ende gucken, dann wisst ihr, was ich meine. Genau. Und ja, also das Rennen, ja, bringt einiges an Spaß, das kann ich euch versprechen. Ist sehr viel passiert. Ja, Randnotizen kriegt ihr auch noch von mir im Laufe des Rennens. Ja, das ist jetzt hier einmal das Training vorab. Also, zu dem Rennen gab es nochmal 20 Minuten Training. Das heißt, dadurch, dass ich vorher beim Training, was wir schon gemacht hatten, das Video gibt es schon, guckt euch das gerne nochmal an. Das war dann auch teilweise im Hellen. Hier seht ihr, dunkel. Na, erzähle ich auch gleich noch was dazu. Und ja, jetzt gab es eine fette Überraschung im Training. Ich durfte das Training fahren, weil ich einer der langsamsten war. Und dann sehe ich, ist nass. Genau, das war nämlich nicht auf unserem Plan. Ich sollte ja nochmal die Strecke üben. Und dann fahre ich aus der Halle raus und alles ist nass. Ja, also war nichts mit Strecke üben, aber dann sich jetzt innerhalb von 10 Minuten einprägen, wo gibt es die Regenlinie, ist natürlich eine andere. Kennt ihr auch, wenn ihr meine nasse Decke Videos gesehen habt aus dem Carcenter Rostock. Ja, und das kommt uns jetzt hier zugute, dass wir das zu Hause immer mal trainieren konnten. Ja, auch Special Helm hier vor mir. genau, und weil Jens den Start fährt, fährt der gleich die zweite Hälfte dieses Trainings und danach gibt es dann ein Qualifying, was so 5 Minuten geht und da die Runde hier in Grimma sehr lang ist, hast du eigentlich nur 3 gezeitete Runden. Ja, wahrscheinlich sogar nur 2 gezeitete Runden, genau. Warum er mich da jetzt nochmal weggekickt hat, man weiß es nicht. Man könnte jetzt sagen, ist glatt. Ne? Lassen wir das mal so stehen. Da kommen noch ein paar ganz andere Sachen gleich. Genau, was ich euch noch sagen wollte, für die, die mich ja schon länger jetzt verfolgen, ich habe immer mal gesagt, ja, das Grimma-Video, weiß ich nicht, ob ich das bringen kann, weil es ist draußen einfach nichts zu sehen, es ist einfach so dunkel. Das heißt, ich habe es jetzt aber trotzdem versucht, ich habe die Helligkeit so hoch gerissen, dass jetzt natürlich auch die Qualität darunter gelitten hat. Also sehr verpixelt, tut mir leid, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dafür könnt ihr halt dann aber ein bisschen was sehen draußen und ich hoffe, das genügt euch so. Also tut mir auf jeden Fall nochmal leid, dass die Qualität jetzt nur, ja, semi-gut ist. Oh, Jens packt sich hier noch was rein, weil wir mussten mit 85 Kilogramm Minimum fahren. So, man kann gar nicht die linke nehmen. Ja, mit linke meint er die linke Spur. Wir hatten da mehrere Spuren, aber Kartwechsel werdet ihr gleich sehen. Gibt es einen extra Buzzer für und der ist noch der rechten Spur. Jetzt habt ihr hier einen Buzzer. Und da ist eine rote Ampel, jetzt wenn sie grün ist, darf man reinfahren. Ja, gibt es bei uns im Carcenter nicht so, aber hier ist es so. Und darauf, oder damit wird natürlich auch ja, gesorgt, dass man nicht zu schnell in die Box reinfährt. Sauglatt drauf!
Genau, was ich gerade sagen wollte, das war der andere Knopf, sehr schwer zu treffen. Also man muss schon wirklich langsam da ranfahren, weil wenn man da vorbeipfeffert, darf man aussteigen und ja, das kostet dann Zeit. Gut, das ist jetzt nur Training, aber dafür haben wir es ja jetzt noch schon mal geübt. So, Jens probiert sich jetzt hier auch nochmal und er merkt auch, oha, sehr glatt. Ich kam mir sehr schnell vor, aber stellt sich noch raus, habe ich mich ein bisschen geirrt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur Leute überholt. Also mich hat niemand überholt. Das war das Merkwürdige an der Sache. Und da habe ich dann natürlich gedacht, ich bin der Schnellste. Oh, Jens küsst ja auch einmal die Bande, aber er probiert sich halt aus. Was er auch machen muss, hat Spence ihm auch nochmal gesagt, probier ein bisschen was aus. Am Ende haben wir vielleicht einen Vorteil davon. Für die, die meine nasse Decke-Videos nicht geguckt haben, wichtig ist jetzt natürlich, dass man nicht auf der Ideallinie fährt, weil da liegt das Gummi. Ja, und Gummi und dann eine Wasserschicht und dann wieder Gummi der Reifen ist wie Glatteis. Deswegen versuchen, neben der Ideallinie zu fahren, deswegen fährt man hier weiter außen, beziehungsweise weiter innen, wie man da sieht, ja, wie eine Rakete vorbei. Da hat man definitiv mehr Grip. Ja, und Jens hat jetzt geguckt, wie fährt der denn, warum ist der so schnell? Und hat es ihn natürlich dann versucht nachzumachen. Ja, und am Ende hat es ihn tatsächlich 2 Sekunden gebracht. Also 2 Sekunden ist sehr viel im Rennsport. Oh. Viele haben Brummkreise gemacht. Und Jens ist wieder am Kopfschütteln. Das ist schon die Zweitsportart quasi von uns. Kopfschütteln. Ist gut für den Nacken. Aber einige sind halt noch nie im Nassen gefahren. Und die purzeln dann halt auch mal von der Strecke runter, ne? Ja, und wir haben noch ein paar Randnotizen halt zum Rennen. Also 17 Teams waren am Start. Die nochmal unterteilt in Pros und, ja, ich weiß gar nicht, wie die andere Gruppe hieß. Wir nennen sie jetzt mal Amateure. Und genau, die sind jeweils in ihren eigenen Gewichtsklassen gefahren. Und genau, also wir mit 85 Kilo mussten aber von den 6 Stunden 2 Stunden Heavy Turner fahren mit 95 Kilogramm. Genau, wir hatten, glaube ich, 5 Kartwechsel und 11 Fahrerwechsel. Ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen. Das muss man natürlich dann zumindest die Fahrerwechsel taktisch einsetzen. Hast du auf jeden Fall nochmal 2 Sekunden gewonnen. Ich habe mir gedacht, ist es nicht vielleicht besser, wenn du das Quali fährst, aber anscheinend nicht. Nee, du warst durch, der erste, ja. 1,29. Ja. Und die letzte Runde dreht sich einer vor mir und ja, dann ist egal, es war ja nur das Training. Das ja. Aber geil, ich wusste nicht, dass man da schon wieder innen fahren kann, das erste Kurve, da habe ich nämlich super langsam gemacht. Und dass du da schon weit rausgefahren bist. Der eine, der hier gefühlt über 2 Meter groß ist, ja, den habe ich richtig aufholen sehen. Ja. Dann ist er durch und dann habe ich mir von ihm abgeguckt und ich glaube, das sind die 2 Sekunden. Das ist möglich, ja. Jetzt natürlich wieder gesehen. Achso, genau. Wie fährst du das Ding? Weil Sandy meinte, also dieses, wenn du draußen bist, dieses Ding und dann links rum. Ja. Rechts, diese Schlange da. Fährst du gerade durch? Ja. Außen, ne? Das macht ja sonst keinen Sinn, wenn du da gerade durchfahren kannst, gerade durch. Was bringt das ja. Regen denn noch eine Schlange einzubauen? Trocken oder Regen? Regen. Ich habe dann erst geguckt, direkt hinten rechts rum und alles außen. Weil ich hab erst probiert, aber nee, der schneller war, der ist ganz langsam und innen rum. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, also es ist die Frage, langsam auf der Ideallinie oder ein bisschen schneller außen rum. Ich glaube, langsam Ideallinie ist besser. Ich habe immer Angst bei diesen kleinen Motoren wegen der Drehzahl. Und wie bist du denn dann draußen die rechts gefahren? Außen und dann, also sehr auch hinterfahren, sehr weit auch außen, aber dann ist da Grip außen? Ja, ja, okay. Aber dann auch das Kart rumbrechen und geradeaus auf der Ideallinie rausfahren. Alles klar, ja, so wie man nach dem fährt. Und da hinten ganz außen fahren, ne? Bevor du in die Halle kommst? Nee, ja, habe ich auch erst gemacht, aber da kann man auch langsam und innen rum. Es wird ja jetzt auch, wenn es nicht weiter regnet, relativ schnell wieder abtrocknen, ne? Ja, das ist egal, das ist ja jetzt, würde ich sagen, erstmal ein Vorteil. Geradeaus kommst du hier nicht. Als ich losgefahren bin, dachte ich erstmal, ja geil, wo zeigen wir uns eigentlich an, wenn wir den Fahrerwechsel machen? Auch überlegt, aber da ging das ja. Da ist es besser. Ja, aber du siehst nichts, es ist so dunkel. Ich habe ja extra schon direkt die ganze Ja, aber ich müsste ja quasi jedes Mal das Visier aufmachen, weil das Licht ja immer bei mir blendet. Zur also Not muss man sich hier vorne im Licht nehmen. Nach dem Qualifying bitte alle vorne und hier.
So, jetzt geht's endlich los ins Rennen. Jens Startfahrer. Und wer sich wundert, warum die ganze Zeit da Karzender Rostock oben rechts steht, das liegt daran, dass unser Team so hieß. Deswegen, ihr kennt das aus meinen IKM-Videos mit Pinky and the Brain und hier ist es halt diesmal Karzender Rostock. Jetzt, ich nehme ja mal an, du wirst den Start fahren. Vorhin, als das Kart stand, ging Gasbremse. Ja. Also, dass du mal am Start dann guckst, vielleicht kann man das ja nutzen. Jo, Fakt ist, wirklich der wichtigste Trick, rechts Gas, links Bremse. Ach, heute so rum? Ja. Heute ist richtig rum. Ist ja Turbo, nicht da. Rechts Gas, links Bremse. Hat man nach dem Quali auch nochmal Luft? Oder ist es direkt hier? Doch, mal für die Idioten erklärt. Rechts Gas, links Bremse, also grünes Bremse, rotes Gas. Ja. Macht Sinn, ne? Wenn du den aufmachst und die Hand reinhältst, ja, hast du Turbo. Geil. So. Denk dran, wenigstens eine gute Runde. Aber haben wir jetzt eigentlich eine Taktik nachher? Oder besprechen wir das gleich an der Nachzeit? Ja, ich weiß nicht, wie viel. Es steht noch kein Startfahrer fest. Außer ich vielleicht. Ja, also ich, ja, mit Sicherheit. Also ich bin ja gar da muss man, nicht. Man muss gucken, wie die Strecke abtrocknet, glaube ich. Wenn ich nachher abtrocknen, muss ich nachher wieder ran. Ja, auf jeden Fall müsstest du, glaube ich, vor Spencer rein. Ja, weil ich bin das jetzt noch gar nicht gefahren. Ja. Ich muss erst mal richtig. Und in der Stunde, in der wir fahren, ist die Strecke vielleicht so relativ trocken für Spencer dann. Ja, aber ist die Frage, wollen wir schnell stoppen? Ich glaube nicht, du bist der schnellere Nachfahrer. Ich glaube erstmal nicht. Nee, eben. Ja. Das müssen wir jetzt ich eine halbe Stunde, du eine halbe Stunde. Und nach einer Stunde geht Spencer. Also wenn so abtrocknete Verhältnisse sind, nachher, da kann man drüber nachdenken. Eigentlich fliegen der Start? Oh, habe ich gar nicht nachgefragt, aber ich denke, ist ja eigentlich immer. Dann habe ich ja Quatsch erzählt. Aber kann auch manchmal sein, bei den anderen Rennen haben sie hier auf der stehend und mit Flagge. Aber ich gehe stark davon aus, mit dem nassen Teil werden sie es nicht riskieren. Ja, mal gucken, ob sie es riskieren, stehenden Start zu machen. Werden wir gleich sehen. Jens guckt sich hier nochmal um. Und dann geht es jetzt erst gleich mal an die Einführungsrunde. Das ist genau nur eine. Und dann geht es da rechts auf die Gerade. Kann man von hier jetzt nicht sehen. Und da werden dann alle einmal positioniert und dann geht's ins Rennen. Ja, nach wie vor glatt. Genau, da wir, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, ein paar technische Fehler hatten bei dem Rennen. Also das Kartcenter durch Zeitumstellung und so, hatte ich ja gesagt, eigentlich ja, sollt ihr bis zum Ende des Videos warten, aber ich muss es jetzt vorwegnehmen, weil ich oben rechts auch normalerweise immer die Rundenanzahl einblende. Das habe ich diesmal nicht gemacht, sondern die Zeit angegeben, also quasi immer in die angefangene halbe Stunde. Ja. So, jetzt habe ich euch total misserzählt, weil das war jetzt das Qualifying und nicht die Einführungsrunde. Ja, geil. Bin auch schon total durcheinander. Aber egal. Team 15. Genau, auch hier ist es so. Also es sollte natürlich immer so sein. Nachdem man ausgestiegen ist, immer erstmal auf die Waage gehen. Jetzt geht's aber wirklich rein in die Einführungsrunde. Ja, Jens hatte genau eine freie Runde, das war die erste in seinem Qualifying. Ja, ich habe es nicht komplett gezeigt, aber das würde die Länge des Videos komplett sprengen, weil eine Runde hier ganz schön lang ist. Aber ich habe ja das Trainingsvideo Grimmer schon online. Könnt ihr gerne mal reinschauen, da habe ich eine ganze Runde von Jens drauf. So, jetzt ruft der Rennleiter hier ein nach dem anderen nach vorne. Das ist bei uns ja ähnlich. Ne, Platz 1 und so weiter. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wo wir gelandet sind im Qualifying. Wie gesagt, 17 Teams. Und ihr seht es, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, da sind wir.
was bei 17 Leuten gar nicht so schlecht ist. So, da vorne steht einer mit einer grünen Fahne und wenn er die gleich runterzieht, ist das der Rennstern. Zack. Was eine Reaktion, ne? Das ist total geil. Weiß ja eigentlich nie, wann er die runterzieht. Finde ich schon irgendwie cool. Ich bin so einen Start noch nie gefahren. Wir haben ja im Kartcenter eine Rennampel. Also im Kartcenter Rostock. Und ja. So, und jetzt seht ihr oben rechts, ist nämlich auch mit 0, also erste angefangene halbe Stunde von 6 ganzen Stunden. So habe ich es jetzt gemacht, weil durch die technischen Probleme gab es natürlich dann auch keinen Ausdruck. Und daher kann ich euch leider nicht sagen, in welcher Runde immer alles war. Und ja, das ist natürlich tragisch. Klar, jetzt sagt ihr, jetzt schreibt ihr bestimmt in die Kommentare, hättest ja Runde zählen können. Ja, ja, klar. Das Video schneiden ist so schon lange genug, Schnuggis. So, und jetzt sind wir hier. Top 6, alles schnell durch die Gegend. Und für Jens hieß es, erstmal dranbleiben an den richtig guten Fahrern da vorne. Und da die sich ja alle bekriegen da vorne, war das erstmal gar nicht so ein krasses Problem. Ja, und sich dann halt immer was abgucken von den vorderen Männern. Wie ihr auch sehen könnt, ist Jens tatsächlich auch dran geblieben. Klar, die ersten ziehen so allmählich weg, aber an die jetzt direkt vor uns sind wir dran geblieben. Also Jens in dem Fall. Und er ist auch immer ein bisschen mehr Risiko gegangen. Deswegen ist er auch der bessere Regenfahrer bei uns. Der geht das gewisse Risiko. Klar geht es auch manchmal schief, aber an dem Tag muss ich sagen, also à la Bonheur oder wie man sagt. Was er da gezaubert hat, war schon richtig stark. Klar, hier einmal weggeschlittert, aber das ist einer der wenigen Fehler. So, dann haben die mehr oder weniger doch ein bisschen abreißen lassen. Oh, und der in Blau, der gehört nicht zu dem Kombo da vorne, sondern das ist schon eine Überrundung. Ja, es waren auch Amateure dabei. Aber die wollen halt auch mal so einen Langstreckenrennen schnuppern. Finde ich auch ohne Mist total geil. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Videos ja jetzt überhaupt auch so mache. Weil ich möchte das wieder mehr zum Kartsport finden. Weil seit Schubi, wenn wir mal ehrlich sind, ist das alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ne? Zack. Auch eine Überrundung. Deswegen Position bleibt auf P6 da oben. Auch hier. Ja, die können sich... Also sehr enge Stellen hier in der Halle. Kartcenter Grimma. Da kommst du nicht einfach mal so fix vorbei, wie man das gern hätte. Also wartet man ab und zu mal bis nach draußen oder diejenigen winken einen endlich mal vorbei. Aber die wissen halt auch nicht, wenn von draußen keiner anzeigt, wer jetzt nur Gegner ist oder nicht. So, Jens jetzt hier. Weiß nicht, ob er sich verschätzt hat oder ob das mit Absicht war. Man weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall dadurch in Position jetzt gewonnen und wir befinden uns auf P5. Ich mache mich warm war ich, sag ich schon hier. Ich mache mich fertig. Ja, schon mal einwiegen für den Heavy Turner. Ja, jetzt fragt ihr euch, wieso hat Jens das nicht schon gemacht? Ja, haben wir ein bisschen gepennt. Aber dafür holen wir ihn sich noch ein bisschen früher rein. Willst du hier damit? Ja, die musst du doch da gleich reinstellen. Ja, sonst hat sie das stehen lassen können. Ja, geil. Ja, das hätten wir vielleicht auch mal üben müssen, wo angezeigt wird, dass wir losfahren, also wann wir losfahren dürfen. Weil rechts habt ihr vielleicht noch kurz gesehen, so eine kleine grüne Lampe. Dann irgendwie 10 Sekunden Timer drin oder so. Man drückt den Knopf, dann leuchtet er rot und nach 10 Sekunden wird er grün. So, jetzt habt ihr hier den. Er macht Brummkreisel. Ja, geil. Und ich stehe da. Und
das, ich weiß, Jens und auch Spencer sehen die Szene jetzt zum ersten Mal, genauso wie ihr. Ja, und ich habe immer gesagt, ihr werdet sehen, warum ich so viel Zeit verloren habe. Weil ich, klar, war ich jetzt nicht der Schnellste im Regen, klar, kennt ja meine nasse Decke-Videos, aber mir ist ständig irgendwas passiert. Hier wieder einer. Boom. Also, ich habe so viel Zeit überall liegen lassen. Ja, aber es ist schön, dass ich jetzt doch einigermaßen aufgehellt bekommen habe, dass Jens und Spencer auch mal sehen können, was mir da eigentlich die ganze Zeit draußen passiert ist. Ja, war überhaupt nicht lustig. Ich habe den Kopf geschüttelt und dann war ich auch noch langsam. Das kam auch noch dazu. Aber ich habe mich halt auch sehr verunsichern lassen. Also die, die mich kennen, wissen, ich bin sehr emotional und bei mir schwankt die Laune auch immer fix. So, jetzt lasse ich ihn, das ist übrigens der, der vor mir weggeschleddert ist, wo ich dann reingefahren bin, hängen geblieben bin als erstes. Den habe ich jetzt vorbeigelassen, damit ich dann wieder vorbeifahre. Also das kostet ja alles Zeit. Aber ja gut, was soll man machen? Weil er war eigentlich schneller. Und dann manchmal doch wieder nicht. Aber insgesamt gesehen war es halt doch. Und ich werde ihn auch gleich nochmal vorbeilassen. Nämlich hier. Ja, danke, danke. Und den merken wir uns mal. Er fällt jetzt da ein bisschen weg. So, jetzt das ist schon eine Überrundung. Meine Idee war es jetzt natürlich so wie Jens, das ist der gleiche Typ, nämlich, der uns jetzt überrundet hat, wie bei Jens da im Training, dem was abzugucken. Aber gar nicht so einfach, weil das hat zwei Kurven gedauert, war der schon wieder weg. So, und jetzt haben wir hier wieder Kollege Schnürschuhen, so nenne ich ihn mal. Ich habe die Teamnamen jetzt nämlich halt nicht auf dem Zettel, wieder vor mir. Und er taucht auch gleich wieder auf. Ja, auch eine Überrundung. Ja, ich war gar nicht zufrieden. Und der nächste, ich denke mir, Mann. Ja, sind alles nur Überrundungen, aber das fördert halt meinen Rhythmus nicht, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, da stand einer, der mich schon überrundet hatte. Weiß nicht, ob ihr es seht, weil sonst müsst ihr im Notfall nochmal zurückspulen, wollte ich gerade sagen. Ist ja schwer zu sehen. So, und hier haben wir ihn wieder. Und ich war wieder vorbei. Und ich denke mir, Mann, jetzt muss ich ihn gleich wieder vorbeilassen. Ja, ärgerlich alles. So, das ist der, der sich gedreht hatte, der mich schon überrundet hat. Jetzt hat er mich noch überrundet. Das, wie gesagt, kostet alles Zeit, Leute immer vorbeizulassen. Ne? Für die, die Kart fahren, die wissen das auch. Jetzt habe ich hier den nächsten. Ja, man hat es kurz gehört, so flapp. Da war nämlich schon ein Stück Bande ab. So, jetzt mähe ich hier noch einmal den Rasen, wollte ich gerade sagen. Ja, und der Bodenwäsche. Muss ja auch mal sein. Ja, waren viele kleine Sachen. Also mit dem Turn, den ich da gefahren bin, die draußen, also Spencer und Jens. Gut, Jens hat gesagt, ja, alles gut, alles gut. Spencer hat sich die ganze Zeit gedacht, was macht der Junge da? Also, na, und ich war natürlich nicht zufrieden. Und das ist immer so, wenn man im Team fährt, dann auch noch die Sache, oh Mist, da macht man sich ja auch Gedanken, aber oh, jetzt verlieren wir hier so viel Zeit, vermutlich eine ganze Runde, nur weil ich jetzt hier so den Deppen mache. Ja, das mag natürlich keiner, ne? Aber war jetzt so, und wir hatten ja noch 5 Stunden, also ja, gucken, was noch geht, aber ich bin ehrlich, bei dem Turn habe ich gehofft, ist gleich vorbei. Also hoffentlich ist gleich vorbei. Ja, auf jeden Fall irgendwann mich eingependelt auf P6, was natürlich ärgerlich ist, weil Jens dann schon auf P5 war. Da stand wieder einer in der dunklen Ecke. Und der nächste wieder. Ja, ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl fürs Timing. Muss man ja mal auch so sehen, ne? Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kann man sagen. So, jetzt macht Jens sich wieder bereit. Ja, jetzt wollten wir erstmal am Anfang des Rennens, weil nasse Decke ist eh nicht so schnell. Und da versucht man dann möglichst schwer sogar zu sein, um möglichst viel Grip in den Kurven hinzukriegen. Deswegen fährt man, da haben wir halt dann
Ja, war unser Plan dann, die Heavy Turner alle im Nassen zu fahren. Dann haben wir die schon weg und können dann die letzten 4 Stunden brettern. Beziehungsweise in dem Fall jetzt ja nur noch 3,5, weil wir den ersten Turn das Ganze verpennt haben. Genau, mussten wir mal alles selber machen, haben die Rennleitung nicht gemacht. Viermal abgestellt worden. Viermal. Wann fährst du rein? Was sagt er, wann kommen wir rein? Was? Wann will er weiterfahren? Du kommst nächste Runde rein. Nächste Runde rein? Ja. Dann fährt er nochmal einen Heavy Turn und dann du nochmal. Und 5-mal abgestellt. Also die 4-mal abgestellt waren ja schon übertrieben. Aber jetzt höre ich, dass ich auch noch gesagt habe, ich wurde 5-mal abgestellt. Ja, auch geil. Ja, aber ich hatte auch schlechtes Gewissen. Irgendwas musste ich denen erzählen, um das zu rechtfertigen, warum ich so langsam war. Ja, am Anfang war noch viel Hektik bei uns, viel Unsicherheit. Aber mit der Zeit im Rennen kam der Rhythmus dann. Aber hat Spencer mir angezeigt, fahren wir lieber noch eine Runde weiter, weil Jens hat sich da immer noch nicht angemeldet. Man musste sich nämlich, also zumindest in Heavy Turner musste man auch vor dem Turn anmelden. Sonst hat es gereicht, wenn man ja nach seinem Turn dann zur Bahn gegangen ist. So, aber auch ich habe dann irgendwann mal ein bisschen den Rhythmus gefunden. Jo, Grüße. Hallo. Heavy Turn anmelden. Okay, alles da. 15:1. Du bist Markus? Ich bin Jens. Und ich fahre jetzt gleich den Heavy Turn. Die 15 Fahrer 1, warum? Du bist Jens. Ja. Ja. Gut, alles klar, das passt schon. Also bis Fahrer 3, da meinst du es. Ja. Okay? Merke das und sag mir das, wenn ich auf dein Bändchen gucke. Kriegen wir das hin? Ja. Danke. Viel Glück. Ja, da ist einiges schiefgelaufen, aber das sind ja Kleinigkeiten, also alles schick. Mir hat sie nur ein bisschen leid getan. Wir sind durcheinander gekommen. Ich bin jetzt Fahrer 3 und Markus quasi Fahrer 1. Wenn Markus sich abmeldet, er ihr quasi sagt, dass er quasi jetzt Fahrer 1 ist. Ich denke mal, das wird sie auch wissen. Ja. Denk dran, das ist ein leuchtendes Feuer. Dann mal schauen. Schneller wird sie anscheinend nicht raus. Ja. Ja, Spencer hat es gut erfasst. Also so wirklich schnell oder schneller wurde die Strecke nicht. Sie hat nicht wirklich abgetrocknet. Immer ein bisschen nachgenieselt noch. Beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit war auch so hoch. Ja, hatten wir uns natürlich mehr erhofft, dass das schneller abtrocknet. Wenn der grün ist, ne? Ja, hab ich dann auch gemerkt. Ihr habt euer Bändchen hat sie vertauscht. Du bist jetzt der andere Fahrer quasi. Wie? Aber ich denke mal, das weiß ich nicht. Was hat sie vertauscht? Der hat Jens mir irgendwie erzählt, dass sie vertauschen mit dem Mensch. Weiß sie aber, ja? Ja, hat sie noch eine Antwort, dass es Markus ist. Da ist Hölle draußen, also es trocknet kein bisschen ab. Ich weiß. Ja, da war jetzt zwar kein Untertitel, aber es ging nochmal darum, dass die Bändchen vertauscht wurden und ich das da quasi nochmal ansagen soll. So, also jetzt wieder Jens im Geschehen und er fackelt ja überhaupt nicht lange, einfach direkt immer reinstechen. Ich nehme mal die Dinger. Du hast mich
ich mit meinem Teamkollegen vertauscht. 694. 694. Weil das haut nämlich nicht alles bei euch hin. Du bist nämlich jetzt nicht Jens, richtig? Ich bin Markus und der andere ist Jens. Genau, okay. Die Namen sind bei uns jetzt ein bisschen falsch, weil die Nummern bei euch auf den Bändchen falsch sind. Okay. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Du fährst mit 95, also Jens fährt mit 95 Kilo. Jetzt fährt er mit 95, ja. Das steht drin. Bin ich aber auch gerade gefahren, ne? Was haben wir von? Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Sie hat den stressigsten Job von allen. Genau, sie hat den stressigsten Job von allen. Ja, aber hat ja am Ende alles funktioniert und das war ja das Wichtigste. So, und Jens fing an, richtig Gas zu geben, richtig schnell zu werden. Wir standen da jetzt, kann man leider nicht sehen, weil dunkel ist. Am Streckenrand und haben dann so gesehen, Jens, versuch mal die Linie da. Da sind die Leute alle schneller. Hat er jetzt auch gerade gesehen? Wieso pfeffern die da? Weil er war schon einer der schnellsten. Dann haben wir gesehen, aber in der Einkurve, boah, er ist ja sich jetzt erst richtig reingepfeffert da in die Ecke. Da kann man sich richtig böse wehtun, wenn man da in die Halle reinkommt, mit, nämlich mit Vollspeed. Und ja, wir werden nachher noch sehen, also zum Glück sehen wir es nicht. Ja, aber da ist nachher noch einer gegen gepfeffert und der hat sich auf jeden Fall, ja, ob er sich was getan hat, weiß ich nicht, aber nichts Schlimmes. Aber ihr werdet nachher noch hören, das war schon nicht so ohne, was da passiert ist. Mann, Alter! Ja, letztens hatte ich einen Kommentar unter meinen Videos. Da möchte einer zu uns kommen, ins Carcenter in Rostock, und möchte sich mal von Jens anbrüllen lassen. Das ist schon geil, oder nicht? Ja, vor allem, wenn du so im Modus bist. Du bist im Tunnel, du fährst da deine Runden, bist richtig fix, bist einer der schnellsten. Ja, und dann kommt da so einer, stellt sich quer, kannst du nichts für. Das passiert. Ja, aber wir haben halt das Talent, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist bei uns so. Ne, Spencer, ist doch so, oder? IKM können wir Lied von singen. Die ganze Saison lief so, bis auf, ja, sagen wir mal, 2 Rennen. Aber der Rest, naja, übertrieben. Vielleicht waren es auch 3, 4 gute Rennen. Aber in allen anderen ist immer irgendwas passiert. Also von Glück werden wir immer nicht so voll geregnet. Aber ich muss schon sagen, was die beiden Jungs gemacht haben hier. Ja, Jens wieder böser Blick nach hinten. Was soll das? Jens und Spencer an dem Tag richtig fix unterwegs. Ja, und meine Schwäche, also Spencer weiß es mittlerweile. Ja, ich glaube Jens auch. Dass ich immer ein Problem damit habe mit der Uhrzeit. Also es gibt ja tatsächlich einige Fahrer, die können nur zu bestimmten Uhrzeiten gut fahren. Beziehungsweise sich konzentrieren und keine Ahnung was. Und ich bin leider einer von denen. Ja, und nachts ist halt meine Achillesferse, Sehne, ne? Ja, und das ist natürlich ein Problem. Ja, und ich kann euch jetzt schon sagen, die IKM-Rennen der neuen Saison, die sind nicht mehr mittags oder morgens, sondern abends. Ja, geil. Hab mir eigentlich ganz viel ausgemalt die nächste Saison, aber gut, da muss ich halt mal Mittagsschlaf einlegen. So, Jens jetzt hier, ne? Kommen wir mal zurück zu diesem Rennen. Und jetzt durch diese ganzen Überrundungen. Auch nicht so ganz einfach. Aber, ach, wenn da 2 cm Lücke ist, für Jens gar kein Problem, nutzt er. Kann sich ganz klein machen, habt ihr gerade gesehen, ne? Wie so eine Katze. Ja, niemals in der Kurve umdrehen und schon gar nicht, wenn glatt ist, weil dann fließt es aus der Kurve. Aber gut, für uns war super. Ja, und so eine Dreier-Kombo da vorne, hast du immer Angst, dass da irgendwas passiert. Sich da irgendeiner querstellt und weghaut. Aber in dem Fall hier, zack, ein Double Catch. Mega geil. Leider nur Überrundung, aber naja. Spencer, das wird ja auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Das wird hier ein bisschen länger dauern. Nee, ich steig nach dem Fahrerwechsel direkt nach dem Krankenhaussteig ein. Eine Runde später. Okay. Ich fahre dann den Heavy Turn noch.
Ja, ihr merkt, ich hatte schon ein bisschen Mitleid mit ihr. Ich habe jetzt einfach schon zugestimmt, dass ich Jens bin. Ja, gut. Aber ich wollte ihr nicht noch mehr zur Last fallen. Hab aber nicht darüber nachgedacht, dass das ja vielleicht auch blöd ist, weil sie schreibt ja die Namen dann halt auch auf. Bist du fertig? Ja. Ja gut, ich habe mich jetzt angezeigt, fahr noch mal runter, ich komme gleich nach zwei Runden. Hast du noch Happy Turn angemeldet? Ja, ist gut. Soll er aber nochmal betonen, ne? Ja, ich gehe mit ihm ja denn hin. Ja, weil die ist noch ein bisschen verwirrt, ja. Das heißt egal. Denk dran, ruhig bleiben, ne? Ja. Kennst du mich, wenn ich da eine 1,24 sehe, werde ich nervös. Ja, dann machst du halt ruhig, beruhigst dich erstmal und fährst die nächste Runde besser. Ja, bei dem Team im Rot habt ihr mal bestes Beispiel gesehen, wenn man am Passer vorbeifährt, dann musst du halt aussteigen. Gehört, am Ende doch ein bisschen abgetrocknet. Zumindest die Regenlinie ist jetzt trocken. Und ich denke mir immer so, wo ist die Regenlinie? Aber man konnte es dann nachher schon doch ein bisschen durchschimmern sehen, wo es war. Ja, jetzt für euch nicht so, aber ich konnte es schon sehen. Und ihr seht es auch, also nicht mehr ganz so glatt. Man konnte schon ein bisschen runder wieder das Ganze fahren. Und ich zeige hier dann wieder an. Jo, fahr mal vorbei. Also Grimma, ich weiß, Lieblingsstrecke von vielen. Ich finde das Layout auch mega geil krass. Aber lieb das jetzt natürlich nicht ganz so wie andere, weil ich da nicht so schnell bin leider. Muss ich nochmal hin, muss ich nochmal üben. So, jetzt haben wir hier wieder roter Helm in Stoff. Geiler Überzug, muss ich auch sagen. Warum der jetzt allerdings gegen mich kämpfen will, man weiß es nicht. Man munkelt dann noch. Ne, auch sehr elegante Linie. Aber ich muss sagen, er hat den gleichen Anzug wie ich, also Topmann. So, ich nehme jetzt andere Linie, denke mir außen so, lass ihn doch durchs Nasse fahren. Und? Habt ihr das gesehen? Zeitmaschine. Aber geile Szene, wirklich. Und ich denke mir, wie bin ich da noch durchgekommen? Also das war ja komplett komisch. Wie konnte der andere denn so schnell sein? Heftig. Und hier, andere hätten sich da jetzt wieder gedreht, ihr habt es vielleicht links durchschimmern sehen. Ich wusste schon, dass der da reinhackt in die Ecke und mich weggeholzt hätte. Deswegen habe ich schon einen Riesenbogen gemacht. Ja, da war es mal gut, dass ich so ein vorsichtiger Fahrer bin, weil sonst, wer weiß, wo ich danach gelandet wäre. Jetzt merke ich hier schon, ich lasse ihn vorbei, damit er mir dann am Ende doch noch mehr Zeit kostet. Ja, aber irgendwas ja immer. Wenn ich das jetzt so sehe, sieht das ein bisschen aus wie Luca aus dem Kartcenter. Aber ist er nicht. Ja, zeige ich ihm an, da vorne lasse ich die vorbei. Ja, an der Stelle war ich jetzt dumm, weil ich ins Nasse gefahren bin und dann kühlen die Reifen direkt ab und du hast hier keinen Grip. Ja gut, aber auch ich lerne natürlich noch. Eiko hat mir mal gesagt, also Eiko, der Kartinhaber aus Rostock, vom Kartcenter, für einen guten Fahrer, sehr guten Fahrer, braucht es 3 Jahre. Und man, aber auch nur, wenn der Talent hat. Ja, ich bin jetzt bei 2 Jahre Kart fahren. Und habe kein Talent, also ich übe noch. Dass ihr das mal so einordnen könnt. Am Anfang dachte ich mir, ja, Eiko. Aber er hat sowas von recht, es ist einfach so. Du lernst nie aus.
Und es sind ja Kleinigkeiten, die dich schnell machen, ne? Weil eine schnelle Rundenzeit, so eine kann jeder lernen schnell, das stimmt. Aber du verlierst halt Zeit mit Leuten vorbeifahren, intelligentes Fahren halt einfach, Rennintelligenz auch genannt. So, Spencer macht sich wieder fertig. So, wir haben jetzt die Heavy Turner durch. Oder auch nicht. Das wird sich gleich noch klären. Auch eine lustige Diskussion gleich noch. Aber Spencer auf jeden Fall fährt gleich nur noch mit 85 Kilo. Das heißt, der kann brettern. Also der kommt jetzt auch endlich mal rein. Haben ja gesagt, wenn trocken ist, dann darf er ballern. Bei Spencer darfst du nicht mal Luft holen, der brüllt dich sofort an. Ah ja. Aber ich lass mich gern von ihm anbrüllen. So, also jetzt Spencer, feuerfrei. Heavy Turn, oder? Jawohl. Und du hattest jetzt, gehen wir schnell drauf bitte. Sind wir jetzt mit Heavy Turner durch? Ich gucke. Ich so vier erst, schon fast die Hälfte des Rennens rum und wir haben ja insgesamt 11 Fahrerwechsel, die wir machen müssen. Ja, mussten wir also nachher noch die Turns ein bisschen kürzer schnallen. Du hast einen Warmfahrer, deswegen lässt er uns so schnell vorbei. Ja, und Spencer. Ja, ich habe ja gesagt, feuerfrei, und das hat er auch gemacht. Also, ihr werdet jetzt eigentlich fast nur sehen, wie er an Leuten vorbeifährt. An den Tag, wir waren ja an diesem Tag ja auch vorher noch in Grimma, also bei dem Training Grimma, ganz normal Ticketkundschaft fahren. Und davor ja noch beim Sachs Racing. Die Videos kennt ihr natürlich alle, logisch. Wenn nicht, wisst ihr natürlich, was ihr noch machen müsst, wenn ihr Langeweile habt. Ja, und da war Spencer überall am schnellsten. Ja, und das sollte auch jetzt in diesem Rennen so sein. Es war ihm sehr wichtig, dass ich das nochmal betone. Ja, ich kann leider die genaue Zeit nicht sagen. Aber auf jeden Fall war er von uns dreien am schnellsten. Ja, und die genaue Zeit kann ich natürlich nicht sagen, hatte ich euch vorhin schon gesagt. Die Zeitenzettel gab es halt nicht. Also ich habe keinen Ausdruck bekommen, weil der Server halt zusammengekracht ist durch die Zeitumstellung. Ja, war um 3 und dann ist der Rechner wieder auf 2 Uhr zurückgesprungen und
damit kam er nicht klar. Da ist dann halt alles stehen geblieben. Ja, da werden wir nachher auf jeden Fall noch eine Szene sehen, wo Jens und ich uns angucken und denken, was ist hier los? Ja, ja. Genau. Würde es euch gerne sagen, und ich weiß, Spencer würde es auch gerne nochmal hören, wie schnell er war, aber ich kann euch versichern, Spencer war schneller als Jens und er war auch schneller als ich. Ja, freut er sich, wenn er das hört. Ich weiß schon, er guckt das gerade und grinst sich eins. Ja, Spencer übrigens, dunkles Visier. Und ihr seht ja wie selber, wie dunkel es draußen ist. Und er fährt einfach mit dunklem Visier. Er hat mir danach gesagt, also bei manchen Ecken muss er schon raten, wo er vorbeifährt. Also ist er einfach nur lebensmüde, der Typ. Einfach nur geisteskrank. Genau, Jens und Spencer sind übrigens so schnell, dass wir auf die Truppe, die fünf Teams, ja gut, die ersten zwei haben wir nicht aufgeholt. Aber auf die anderen Teams haben wir tatsächlich so peu à peu immer ein bisschen was abknabbern können an Rückstand. Das Runde. Gleich oben ist dort. Eine Runde. Eine Runde. Wart ihr schon anmelden? Ah ne, musst du ja gar nicht. Ihr habt es gerade von Spencer gehört, da ist er schon nämlich wieder, weil er hat einen Düsenjet. Man konnte es nicht überhören. Ja, aber was man nicht gesehen hat, dass er das Cut unten rum bei niedrigen Drehzahlen nicht ganz so fix war. Aber Höchstgeschwindigkeit war anscheinend richtig fix. Konnte man auch in der Drehzahl hören. Er hat sich auf jeden Fall gefreut. Was da gerade passiert ist in der Box, warum Jens da Leute anbrüllt, die standen natürlich mitten im Weg. Die haben wahrscheinlich einfach nur mega geträumt. Ja, war aber halt auch irgendwie total blöd. Weiß jetzt gar nicht, ob das Sandy eben war, der da Jens eben angetippt hat. Wenn ja, ich denke mal schon, weil Jens hätte sich sonst wieder aufgeregt. Aber Sandy ist ein guter. Den kennen wir, ist ein Kumpel von uns. Der ist sogar mal mit Jens in der IKM zusammengefahren, ein Rennen. Glaubt man auch kaum, ne? Ja, auf jeden Fall, ihr könnt, oder spult wirklich nochmal zurück, weil das war danach noch Gespräch mit der Rennleitung auch. Jens hat das mit seiner GoPro ja gefilmt und ging damit noch zur Rennleitung, weil Jens hat ihn natürlich angebrüllt, klar, das Erste, aber der eine, wenn ihr genau hinguckt, holt tatsächlich aus und es sah aus, als wenn er ihn noch einen ballern wollte. Er hat den Helm auch noch getroffen, aber zum Glück nicht mit Wucht, weil das wäre es ja noch gewesen. Ja, Spencer hat ja auch noch gefilmt, aber genau in dem Moment gar nicht hingeguckt gerade. Ja, auf jeden Fall, man kann ganz leicht die Berührung, wir nennen es mal nur Berührung, halt noch hören. Ja, dachte ich mir auch so, krass. Ja, also, ja, wie würde Eiko jetzt wieder sagen, ist nicht die Weltmeisterschaft, aber man, also Adrenalin ist ja trotzdem hoch und will möglichst schnell, weil man gibt einen Haufen Geld dafür aus, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und will dann auch ein geiles Rennen fahren da, ne? Und alles, was dann dazwischen kommt, da regt man sich natürlich erstmal ein bisschen auf. Ja, aber ihr mögt ja meine Charaktere, die ich alle so habe. Ja, und da ich ja eher der ruhigere Typ bin,
mal vielleicht den einen oder anderen dummen Spruch auf Lager habe. Habe ich aber noch meinen Jensi-Boy, den halt auch mal ausflippt, ne? Gut, Spencer kann das auch ganz gut, aber der flippt anders aus. Ihr kennt sie. Aber so wie in der Dreier-Kombo müssen wir eigentlich öfter mal machen. Das ist schon ganz witzig so. Ja, Strecke wurde jetzt natürlich immer schneller und immer schneller. Also die Rundenzeiten waren am Ende tatsächlich 10 Sekunden schneller schon. Konnte man ganz anders fahren. Ihr seht es ganz leicht, trockene Linie. Und Jens immer nur nach vorne, also fährt an allen vorbei einfach. Also das Kart ging gut, muss man auch sagen. Ja, aber muss man natürlich erstmal aufs Parkett kriegen, das Ganze. So, jetzt macht Spencer sich wieder parat. Wie gesagt, jetzt fahren die ein paar Turns, ich habe aber auch noch einen. Genau, es waren zwei dieser Buzzer da. Für den Fall natürlich, dass noch jemand anders in der Box ist. Boah, da wäre Jens sogar fast vorbeigefahren. Das ist das, was Spencer vorhin noch gesagt hatte. Ich hatte schon Angst, da gibt es gleich eine Zeitstrafe für oder so, weil ich dachte, man darf diese weiße Linie da nicht überfahren. Kann die Rennleitung, wenn sie das hier guckt, ja auch mal in die Kommentare schreiben. Obwohl, der hat es gerade gesehen, habe ich gerade gesehen. Also wird es wohl doch erlaubt sein. Ich hoffe, die Rennleitung hat das vorhin gesehen. Was? Wieder mehr einen Helm so. Ich hab nämlich auch gedacht, Alter, der wollte nur eine Falle. Ja. Konntest ja auch nicht mal links vorbeifahren, weil der hat ja irgendwie zu fressen. Ja. Die Aktion ging gar nicht. Aber wenn man mal ehrlich ist, hab ich an meinem Turn alles verloren. Weil wir sind jetzt nur noch. Hey, darum gehst du jetzt gar nicht. Nein, aber wenn man das alles zusammenzählt, wir holen tatsächlich auch wieder vor. Eine Sekunde? Jo. Wirklich. Ich stehe auch hier. Sorry. Du bist gerade reingefahren jetzt. Ja. Wie viele Karten ist nur? 10, 1. Jetzt. Ja, Jens natürlich noch mega aufgebracht, auch von der Aktion davor halt. Wo die Leute im Weg standen, ne? Willst du noch was anzeigen oder was? Nein, fahr mal an Randfeuer. Ja. Jetzt durfte Spencer ja noch sein Düsenjet fahren hier. Ja, und wie vorhin ja auch schon erwähnt, also was der da hingebrettert hat mitten in der Nacht, das ist schon krass. Während ich ja da schon in Rätseln eben an der Waage gequatscht habe, hat gar keiner verstanden, was ich da eigentlich wollte, ne? Wo Jens noch meinte, hä, tut doch jetzt gar nicht zur Sache gerade. Aber was ich eigentlich sagen wollte da an der Waage ist, wir holen halt auf die davor alle auf und wahrscheinlich wären wir schon längst vor denen, wenn ich nicht diesen mega blöden Turn gehabt hätte da, den ersten. Ja, aber gut. Wie gesagt, nasse Decke haben wir im Juli wieder und ich muss das üben bis zum Erbrechen. Dann muss ich da halt mal einen Haufen Geld für ausgeben, dann ist das so. Am Ende möchte ich auch einfach nur besser werden. Ja, wie Aaron sagen würde, also Rennleitung aus dem Kartcenter Rostock. Ja, der sagt ja dann immer, wenn wir losfahren, Spencer und ich, jetzt ein Feuerwerk. Und das hätte er hier ja auf sowas von gesagt. Weil das Feuerwerk hat Spencer zu dem Zeitpunkt ja richtig abgebrannt. Und das hier vor ihm ist jetzt tatsächlich der schnellste auf dem ganzen Parkett da. Also vielleicht auch manchmal nur der zweitschnellste, aber Spencer konnte mithalten. Teilweise war er sogar fixer. Das ist schon krass. Einige Fehler hat er auch gemacht, ne?
aber war ja auch schon spät. Und das werden wir jetzt auch gleich in meinem dritten Turn dann sehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit 85 Kilo fahren darf. Ja, und Spencer konnte an den schnellsten Mann auch einfach dranbleiben. Das ist ein mega großes Kino gewesen. Ja, da habe ich auch mehr Zeit liegen lassen bei dieser Lampe da. Wirklich erst wenn die anging, dann auch wirklich, ja, ich tritt dann jetzt mal so langsam aufs Gas drauf. Ne? Genau, das ist übrigens der andere Buzzer. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt eben schon im Video gesehen hatten. Ich glaube gar nicht. Den muss man drücken, dann gehen dann 60 Sekunden los. Das ist nämlich die Fahrlinie für den Karttausch. Da kommt immer bloß einer mit helfen. Ach so! Einfach wegschicken, komm, dann kriegt er eine Zeitstrafe. Eine Zeitstrafe wegen mir wäre jetzt auch noch wieder ein großes Kino gewesen, dann wäre ich ja komplett bedient. Ja, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es war anscheinend angesagt, ja. Aber ja. Ich meine, wir haben es jetzt 4 Stunden lang so gemacht. 3,5. Und dann hat man uns dann doch mal dran, nett dran erinnert nochmal. Kommt er sofort rein? Ja, er kommt sofort rein. Beim Kartwechsel darf nur einer mit am Kart helfen. So. Ja, die Dinger, ey, ich habe da auch einmal den Reifen komplett weggehämmert. Man sieht auch schon, dass das Packeband da schon so ein bisschen ab ist. Aber diesmal bin ich auch bei grün losgefahren. Also, ich mache Fortschritte. Also sie ist auf jeden Fall der Star, der geheime Star aus diesem Video, glaube ich, nach dem Video. Ja, und Spencer, wie gesagt, Jens hat es auch gesehen, ist einfach stark gefahren. Kann man nichts mehr hinzufügen. Jetzt kommt wieder der Moment, wo ich dann wieder ausholen muss, weil die mich hier sonst weghacken. Ja, gut, dass er zurückgezogen hat. Ich hatte ja ein bisschen was gut zu machen. Und ich war tatsächlich sehr schnell dann. Also konnte auch richtig gute Zeiten gehen, war aber leider sehr instabil. Ich weiß, ist nicht meine Uhrzeit. Da bin ich nicht mehr so ganz auf der Höhe. Mach halt auch mehr Fehler. Ja, und da kann ich dann die Konstanz der Rundzeiten nicht mehr so halten. Und irgendwann im Laufe des Turns wurde ich dann tatsächlich sogar noch langsamer. Zum Glück haben Spencer und Jens das dann draußen auch bemerkt. Und haben dann versucht, mich vorzeitig reinzuholen. Aber ab und zu habe ich dann doch mal wieder einen hingebrettert, dann waren sie sich wieder unsicher. Ja, aber am Ende kostet es natürlich trotzdem Zeit, ne? Ja, bei mir sieht das immer alles nicht so spektakulär aus, ne? Sieht langsamer aus als bei den anderen zwei Jungs. Allerdings fahre ich runder und ruhiger. Ja, und am Ende kommt man dann manchmal doch auf die gleiche Rundenzeit. Aggressiver Fahrstil ist nicht immer unbedingt der schnellere. Kann mir eigentlich jemand sagen, was das da vorne rechts am Reifen für ein heller Streifen ist? Das würde mich, das interessiert mich die ganze Zeit schon, als ich das Video geschnitten hatte. Ich weiß es halt nicht. Erst dachte ich, Reifen kaputt, aber ist er nicht? Oder ist das nur Dreck? Sind wir da einmal durch den Sand gefahren? Ja, hier wahrscheinlich, ne? Wenn wir den Körb so mitnehmen. Das könnte natürlich sein.
Ja, so sieht es dann von außen aus. Da haben wir dann immer angezeigt, Fahrerwechsel. Denk dran, geh mit ihnen auf die Waage, denn, ne? Ja. Also, wir wurden nochmal darauf hingewiesen, beim Kartwechsel darf immer nur einer helfen, habe ich da glaube ich schon gesagt. Ne? Ein Helfer haben sie auch gesagt. Ja, genau. Weil wir haben, einer hat Gewichte gemacht, einer hat Controller gemacht, einer hat Schild gemacht. Das haben wir wirklich nicht. Ja, okay. Wirklich nur der Fahrer und ein Helfer. Alles klar. Genau, jetzt wissen wir es alle drei. Kurz vor Ende des Rennens wissen wir jetzt, wie die Regeln sind. Ja, gerade noch rechtzeitig. Finde ich mir geil, wie die da stehen, wie so ein Tor. Jo, und ich mal pünktlich ausgestiegen, Mensch. Das Ding müsste eigentlich noch 6 Zähne schneller gehen. Das, was ich schon erwähnt hatte, da die Szene, wo sie im Weg standen in der Box und die Jens noch fast eine geballert hätten, haben wir der Rennleitung gezeigt. Ja, aber die hat am Ende nichts machen können, weil es nicht eindeutig war. Klar, kennen wir dann auch, wenn es nicht zu 100% beweisbar ist, dann wird auch keine Strafe ausgerufen. Aber sie wurden trotzdem nochmal gefragt und die meinten, da war nichts. Ja, logisch, was sollen sie auch sagen, ne? Dann auch eine Zeitstrafe zu riskieren oder Disqualifikation am besten noch, wegen unsportlichem Verhalten, wäre natürlich auch blöd, ne? Machen die natürlich nicht. Ist ja wie vor Gericht. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende. Also wir befinden uns jetzt in den letzten anderthalb Stunden, beziehungsweise in den letzten 75 Minuten, kann man sagen. Ja, und Spencer immer noch richtig schnell und holt tatsächlich noch weiter auf Platz 5. Also den können wir definitiv noch bekommen. Und das wäre ja immerhin dann die Position, die Jens mir nach dem allerersten Fahrerwechsel übergeben hat. Ja, und das wäre dann so ein bisschen durchpusten für mich. Ja, aber schauen wir mal, ob wir es dann am Ende noch hingekriegt haben. Also wie gesagt, die Runde ist ewig lang, so ein 6-Stunden-Rennen auch. Und bei dem nassen Teil, also die erste Stunde, anderthalb Stunden, da haben die so einen riesen Vorsprung rausgeholt, weil ich es einfach verbockt hatte da. Ja, ich weiß, ich heule euch zu viel, ne? Aber ich bin so. Man nennt mich nicht umsonst im Kartcenter diese Prinzessin oder junge Dame. Da ist wieder Mr. Roter Helm. Plüschhelm natürlich. Ja, macht auch halbwegs Platz. Den sehen wir auch sehr häufig hier, ne? Fällt mir jetzt, wo ich das so schnell hintereinander geschnitten sehe, sehr auf. Also sehr doll auf. Ja, bei Spencer sieht immer aus, ne? Bei sein Danke sieht immer aus wie geil, Alter. Ich habe ein Rennen gewonnen. So, der vorletzte Turn jetzt gleich von Spencer vorbei, aber erstmal ein Karttausch. Und jetzt passiert das, was ich vorhin gesagt hatte, als Jens da fast in die Ecke geknallt ist, als er in die Halle reingefahren ist. Das ist jetzt jemandem passiert und wir werden jetzt gleich mal die Reaktion sehen. Ich habe natürlich alles das, was man sehen konnte. Man konnte nicht viel sehen, aber trotzdem habe ich es nicht mit reingenommen, macht man nicht. Klar, es ist ihm nichts passiert, aber gehört sich natürlich nicht, ne? Eine Runde. Können die noch kriegen, deswegen fahren wir, weil das jetzt zu Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
während Sandy Kirchner da, übrigens eigener YouTube-Kanal, gerne folgen, kommen demnächst neue Videos bei ihm, ne? Bisschen Werbung für ihn. Während er da ganz viel Empathie zeigt, Jens so, gut, dass wir in der Box waren. Ja, klar, also Rennfahrer sind am Ende natürlich auch egoman, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich aber auch getrost einfach so zeigen jetzt, weil es ist ihm nichts passiert. Aber er ist wohl tatsächlich in die Wand gescheppert und einfach aus dem Kart rausgeflogen. Müssen wir euch mal vorstellen, lag dann auf der Strecke und für die Rennleitung sieht es natürlich so schlimm aus. Da hat ein Rennleiter gleich rot gerufen, also rot für Rennabbruch. Ja, es wurde nur gelb angemacht, als sie gesehen haben, es geht noch. Kommt nachher doch auf die Minuten an, ihr werdet es noch sehen. Und man muss oder durfte den letzten Wechsel 5 Minuten vor Schluss, glaube ich, machen. So ähnlich war das. Ja, da sich nachher aber alles gestaut hat quasi, die Idee ja alles kurz vor Schluss noch hatten, irgendwie einen Wechsel zu machen, wollte ich Jens quasi und die letzten Fahrerwechsel früher machen. Das, von was ich gerade gesprochen habe, sehr viele Wechsel jetzt auf einmal, deswegen meinte Spencer, jetzt geht's hier richtig ab. Und das Kart, was er da draußen auf der Strecke gezeigt hatte, da ist vorne die komplette Verkleidung einfach abgefallen. Die mussten dann auch das Kart tauschen, also war richtig Action am Ende. Hat jetzt gut reagiert. Das war genau vor ihm, als wir da reingefahren. Ja. Ja, und Spencer soll reinkommen, Jens sollte reinkommen, ist schon einmal vorbeigefahren, jetzt muss er nochmal vorbeifahren, weil kostet halt einfach Zeit. Wenn jemand in die Box fährt, der muss ja eh an dieser Ampel da noch warten, ja, und sich dahinter zu stellen, ist natürlich total doof. Macht man nicht, kostet unnötige Sekunden. Ja, und ihr seht es, über die Box, leider haben wir kein Überholmanöver auf der Strecke gehabt, haben wir P5 tatsächlich noch sogar locker noch erreicht. Sagt noch über eine halbe Stunde Zeit. Und wir waren doch so schnell, beziehungsweise Jens und Spencer waren so schnell und haben den doch eingeholt. Jens, Fahrnummer? 15. Und jetzt bricht die letzte halbe Stunde an und jetzt hieß es natürlich, den P5 noch über die Ziellinie tragen. Ja, aber jetzt war es dann ungefähr, sagen wir mal, ja doch, 3 Uhr. Das heißt, die Zeit ist dann jetzt wieder zurückgesprungen auf 2 Uhr und das war jetzt ungefähr der Zeitpunkt, wo ja, der Computer abgekackt ist, auf gut Deutsch, und es kam keine Zeiten mehr. Es gab dann Monitore, die haben angezeigt, dass wir noch auf Platz 6 sind. Dann haben welche aber angezeigt, dass wir schon auf 5 sind. Also es war komplett wild. Die Rennleitung hat das, glaube ich, auch erst so 3-4 Minuten später gemerkt, dass die Computer eigentlich alle hingen, dass die ganzen Bildschirme eingefroren waren. Und auf der Strecke wurden halt auch keine Zeiten mehr angezeigt. Und ihr habt ja vorhin gesehen, wurde entweder immer eine grüne oder eine rote Zeit angezeigt. Also für, ich wurde schneller oder langsamer als die Runde davor. Und die waren jetzt alle noch weiß und stand immer eine Zeit von vor, keine Ahnung, vor 20 Runden eine. Ja, also war komplett wild, deswegen gab es keinen Ausdruck, aber deswegen war die Siegerehrung auch komisch. Genau, da frage ich auch, hängt es noch? Ja, hängt noch. Und ihr seht da ein bisschen Unruhe.
in dem Race Center. Jetzt kommt hier schon ein Rennleiter, quatscht mit den anderen ab. Was machen wir? Da steht einer mit einer Zielflagge. Dabei haben wir noch eine halbe Stunde. Jens so, hä? Was ist da los? Die auch so, hä? Nee, der kann doch jetzt nicht abwinken. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich hatte Panik, weil wir müssen ja noch einen Fahrerwechsel machen. Nachher kriegen wir da noch eine Strafe für, dass uns ein Fahrerwechsel fehlt. Dann geht aber gleich hin, der eine Rennleiter, und sagt, nee, lass mal. Wir wissen ja ungefähr, wann das Rennen angefangen hat. Und dann winken wir dann auch ungefähr so ab, dass wir wenigstens auf die 6 Stunden kommen. Also war komplett wild, die Schlussphase. Da hat keiner mehr verstanden, was los ist. Hast du ihm angezeigt? So, hier Verstappen vor uns. Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn Spencer schneller ist als Verstappen. Ja, obwohl, er ist wahrscheinlich nur so ein Fernpulli, oder? Grün. Und ganz geschmeidig. Wollte Spencer wahrscheinlich mal austesten, wie es so ist, wie Markus so eine Box reinfährt. So, letzter Fahrerwechsel. Jens den letzten Turn und dann geht es eigentlich nur noch ins Ziel. Jetzt müssen die natürlich so gucken, manuell, so wie man das halt früher gemacht hat. Wer ist denn eigentlich jetzt auf welcher Position? Ja, wenn man sich halt auf die Technik verlässt, ne? So ist es dann manchmal. Aber kann ja auch keiner ahnen. Ich meine, das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe oder befürchtet habe, könnt ihr die ein oder anderen sich noch erinnern, die, ich sag mal, ein bisschen älter sind, also so mein Alter noch. Also ja, ich will jetzt hier keinen zu nahe treten. Ich bin 34, nur mal so. Ne, ist das schon mal geleakt worden. Aber ja, zum Millennium damals, als alle gesagt haben, oh, die Jahrtausendwende, das schafft der Rechner nicht, alles kracht zusammen. Ja, dabei ist es reicht eine Uhrzeit von 3 auf 2 aus. So, die letzten Runden von Jens. Da fahren wir jetzt mit. Das ist letzte Runde. Nichts mehr anbrennen lassen. P5 gerettet. Ja, da vorne sieht er schon. Da wird schon abgewunken. Und da. Jens jubelt. P5. Also P5 ist mega gut. 17 Teams. Wie gesagt, können wir stolz sein. Ja, ein bisschen Werbung fürs Kartcenter Rostock. Einmal abklatschen, yes. Und es fängt übrigens auch wieder kurz vor Ende an zu regnen. Also wäre das Rennen dann noch eine Stunde länger gegangen, da wurde es dann tatsächlich wieder nass. Und finde ich total cool, dass man das hier auch so macht. Die Gratulation. Hier auch Rennleitung, Streckenposten. Hammer cool, wie in der Formel 1, die dann alle mit ihren Flaggen wedeln danach im Rennen. Total geil. Ich mag da sowas. Genau, ganz gemütlich austrudeln. An dieser Stelle nochmal Werbung in eigener Sache. Ihr wisst es ja, Twitch ab Januar gibt es mich auch dort. Ja, könnt ihr gern jetzt schon mal abonnieren bzw. mir folgen. So, komm. 15:01. Du bist Jens, ne? Ja. Wie oft ich dich das heute schon gefragt habe, ich bin mal ab. Ja, auch geil, ne? Am Ende konnte sie tatsächlich unseren Namen. Ich frag mich, ob sie alle Namen nachher drauf hatte. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, jetzt gibt's noch die Siegerehrung. Die habe ich leider mit dem Handy aufgenommen, deswegen ist die Tonqualität jetzt nicht ganz so geil. Genau, aber wie gesagt, die war ziemlich wild und kurz. Auf dem Rechner stehen wir plötzlich auf 6, was nicht sein kann.
Das kann nicht sein. Das ist ja auch noch. Da hat Jens doch die beste Zeit auf dem Gericht. Letzten Runde. Ja. Ich würde euch gern sagen, wie die alle heißen, aber das müsste Team Disaster oder so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das unter Umständen noch ein halbes Heimteam ist. Also nicht glauben, dass die Siegerehrung so normal ist. Sie konnten es halt nicht besser machen, weil sie keine Ausdrucke hatten. Ja, das war das Problem an der Sache. Ansonsten fangen die natürlich auch von der letzten Position an und erwähnen alle Teams. Sachs Racing auf 1. Aber man kann auch sagen, ist ja fast eine Heimstrecke für die hier, ne? Übrigens Sandy Kirchner auf 2, falls ihr ihn erkannt habt. Wer gefahren 5-0? Jo, das war's mit dem Video. Endlich war es ja da, ne? Das Grimma-Video. Habt ja alle lange drauf gewartet. Als nächstes kommt ein Special, nämlich Best of Card Crash Compilation, was auch immer. Namen habe ich noch nicht so ganz, weiß ich noch nicht. Aber könnt ihr euch drauf freuen. Das Beste aus dem Jahr 2023 von meinem Kanal. Nochmal zusammengefasst, könnt ihr euch sehr drauf freuen. Wird spektakulär, bin ich sehr überzeugt von. Wir sehen uns also im nächsten Jahr wieder. Ja, ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Bis dann, haut rein.